So, der Kunde ist König. Jetzt kommt eine Bestellung rein. Ich bin mal gespannt, was bestellt wird. So, und dann gucken wir mal live zu, wie es hergestellt wird. Hallo. Großes Italien mit Chicken Breast. Jawohl. Genau. Großes Italien mit Chicken Breast. Ein Spezialcode, der heißt was? Das Brot ist Italien, das ist das Weißbrot. Ja. Und Chicken Breast ist diese Hähnchenbrust, die haben wir heute als Tagessub. Okay, Sub des Tages. Ja, das heißt, genau. Die ist ein ganz klein wenig günstiger, nehme ich an. Ne? Genau. So, da kommt jetzt auch das frische Brot raus aus eurem Schrank. Das wird frisch gebacken jeden Tag und gegärt, wird dann aufgeschnitten. Andrea, du merkst, nach dem dritten Sandwich bin ich so langsam, könnte ich hier anfangen, oder? Ja, so langsam. So, ist das gemein. Jetzt habe ich schon 3 Stück gesehen. So langsam kriege ich auch Hunger. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Welcher Käse? Welcher Käse? Frischkäse. Ja. Kommt jetzt auch drauf. Das ist jetzt mal ganz authentisch bestellt von einer Kundin. Frischkäse. Ich nehme an, dass auch der ziemlich gut läuft, oder? Frischkäse? Ja, klar. Also die meisten nehmen sich 2 Sorten Käse und also den Frischkäse so als Standard drauf und dann halt zum Überbacken noch einen der beiden anderen. So, auch die Frage könnte man ja jetzt stellen, ob sie für Überbacken einen zweiten will. Möchten Sie noch irgendwelche extra? Oder? Okay. Nein. Mit normalem Käse noch. Jawohl. So. Auch da kommt jetzt noch ein bisschen Scheibenkäse drüber. So, und dann kommt das Ganze in den Ofen. Auch da nehme ich an, 35 Sekunden. Wahrscheinlich. Nee? Nee, ich glaube nicht. Das ist bei Chicken, werden wir jetzt mal sehen, was die Maschine sagt. Da ist auch die Temperatur also, ein bisschen stärker. Das 22. Jawohl. Okay. Aber dafür ist die Temperatur heißer, weil das ja, damit es durch ist nachher. Dieser Ofen, ich zeige ihn mal komplett, ja, das ist die Revolution. In 22 Sekunden wird hier alles braun gebacken, der Käse ist überlaufen und wie es rauskommt, werden wir uns gleich nochmal anschauen. Das ist so ein bisschen wie die Sendung mit der Maus, oder? Ja, ja. Wow. Was mich natürlich absolut verwundert ist, dass der Frischkäse nicht schmilzt. Ja? Das ist wahrscheinlich ein Spezialrezept, ja, von Subway. Ist so, ja, schmilzt nicht. Aber okay. So, die nächste Frage, die gestellt wird, wahrscheinlich jetzt. Ja, vielleicht, dass Sie ein Gemüse drauf haben. Jawohl. Alles bis auf die Eingelegten. So, da weiß ich natürlich schon direkt, was damit gemeint ist. Jawohl, das heißt, hier kommt. Das sind dann keine Salzgurken, keine Oliven oder Jalapenos. Halt nur die frischen Sachen. Boah, wie gemein. Tagtäglich hier filmen muss. Ja, der sieht nun wirklich sehr gesund aus auch. Ja. Eine gesunde Ausführung. Wenn du noch mal kurz erwähnst, wie der Name ist von dem? Das ist der Chicken Breast, das ist Hähnchenbrustfilet. Mit welchem Brot? Mit Italien Weißbrot. Mit Italien Weißbrot. So, Salz, Pfeffer oder Parmesan? Jawohl. Salz und Pfeffer. Und welche Soße? Jawohl. Ein bisschen Mayonnaise. Das ist auch normal, oder? Dass die Leute ein kleines bisschen Mayonnaise haben wollen und nicht alles zumachen möchten mit Soße. Gut, die meisten mögen viel Soße. Okay. Aber je nachdem, was es für ein Sandwich ist oder so. Reicht das oder? Okay. Super. Ist zufrieden, jetzt wird es gefaltet. Zum Mitnehmen. So, der geht jetzt außer Haus. Das heißt, der kommt ausnahmsweise mal nicht in unseren Korb rein. Wird in der Mitte durchgeschnitten. Tschüss! Genau, kurz hoch und schon ist er fertig. Fast. Als Menü oder nur Sandwich? Nur Sandwich.
da ist er und geht weg. Andrea, jawohl. Vielen, vielen Dank. Danke. Ich zeige Ihnen noch mal kurz, so sieht er jetzt verpackt aus zum Mitnehmen. Hast du toll gemacht. Dankeschön.